Servus Brudis und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Brawl. Jetzt im All-Star-Modus. Yeah. Da wir den letzten Part mit Snake gespielt haben, werde ich jetzt mit Toon Link spielen. Und diesen Modus kann man eigentlich auch zu zweit machen. Aber warum ich ihn nicht zu zweit mache, das könnt ihr euch selber schon erklären. So, jetzt bin ich ein bisschen ungewohnt mit Toon Link zu spielen natürlich. Was auch Sinn macht. So, hier geht es nämlich nach der Zeit der Charaktere, wo sie vorkamen und so weiter. Mr. Game & Watch war wirklich der erste Charakter. Weil die Game & Watch, also die Konsole hieß so. Und es war die erste Nintendo-Konsole. Also der erste Handheld sogar. So richtig geil. Mit dem Schwert nach unten gezeigt. Im letzten Part war es ja richtig stylisch. So, hier, ihr seht's. Kriegen wir eigentlich diese Trophäe? Nee, ne? So, ihr seht, es gibt noch sehr viele Kämpfer. Und wir können uns hier aufheilen eigentlich für diese Kämpfe. Wir sollen auch, wir müssen ja auch so wenig Leben wie möglich verlieren. So, das ist der All-Star-Modus. Der ist natürlich nicht so einfach. Außer man kann ihn natürlich. So, Bladitsch. Bams! So, tschüss, Junge. So, kommt ihr, Kack-Pisser. Bam! So! Bam! Du gehst jetzt auch raus, Peach. Du stresst mich nämlich. So, aber ich hab leider nicht rausgekickt, aber jetzt. Hey, Mario ist ja noch da. Stimmt, mit der Timeline passt es ja, dass Mario und Luigi noch kommen. Weil so My Bros, ihr kennt es alle, war ja Luigi und Mario verfügbar. So. Ungefähr im selben Jahr kamen diese Leute. Perfekt. Oh, richtig geil. Ah, ich bin eine Pool-Dancerin. Ja, das beste Toon Link. So, wir haben bis jetzt nur 15% verloren. Das ist ziemlich cool. So. Donkey Kong kam später als Mario Bros. Ehrlich? Ehrlich? Diddy Kong kam nie im Leben früher. Das glaube ich jetzt eher weniger. Naja, dann hat es irgendwie gar keine Einteilung, sondern einfach nur irgendwas. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Oder wahrscheinlich liegt es daran, dass die es mit DKC machen. Kann das? Weil die haben es mit dem ersten DKC verwechselt. Und da gab es ja Diddy und Donkey Kong. Naja, es gab ja auch keine Donkey Kong Country Stage, deswegen wird ja wahrscheinlich diese Stage hier genommen. Macht doch am meisten Sinn eigentlich, bei Donkey Kong vor allem. So, da rausgehauen. So, richtiger Killerblick. Yeah, Toon Link. Zeig dein Pokerface. So, hier kriegt man sogar eine Trophäe. So, wir schaffen es aber noch locker gegen Ice Climbers. Das ist sogar ein Einzelkampf jetzt. Es müsste wahrscheinlich auf dem Eisglitcher sein. Das macht auch immer, ja, hat auch am meisten Sinn gemacht. Natürlich. So, tschüss. Nutte. Nutte. Wir müssen den Blauen hauen. Der Blaue ist der Richtige. Wenn ich die Rosane raushaue, dann bringt's ja nichts. So, tschüss, Junge. Komm her, Motherfucker. Komm her. Komm nur her. So, Junge. Scheiße. Tschüss, Brother. Richtig geil. So, eine leere Stage wird gezeigt. Denn wir sind ja aus dem Bildschirm rausgeflogen. Deswegen werden wir nicht gezeigt. So, jetzt Rob alleine. Es gibt aber noch genügend Leute, gegen die wir kämpfen müssen. Das Spiel ist ja auf jeden Fall aufs Kämpfen angelegt. Der Story-Modus an sich war ja jetzt nicht. Okay, der war ja auch an Kämpfen angelegt, aber ist ja auch ein Beat'em Up. Was erwartet ihr, ne? Was erwartet ihr, Bitches? Oh! Richtig geiler Killerblick, ey. Alter Gangster, ey. So. Das stimmt nicht so ganz, diese Timeline hier, weil Toon Link kam ja erst mit Wind Waker. Und nicht mit Link und den anderen Nutten da. Gandalf war auf jeden Fall im ersten Spiel auch nicht vorhanden, denn es war Ganon. Und das war das Monster von Ganondorf.
Das heißt, das müsste jetzt von A Link to the Past sein, wahrscheinlich. Oder von Twilight Princess, kann ja auch sein. Wenn ihr das damit meinen, aber ich denke eher von Ocarina of Time. So, weil die ja auch so aussehen. Also die sehen ja auch eher so aus wie die Charaktere in Twilight Princess ungefähr. Deswegen wahrscheinlich liegt es daran, dass auch Toon Link ungefähr zeitgleich mit Twilight Princess auf dem Markt war. Und das stimmt sogar eigentlich. Weil Wind Waker kam ja... Ich weiß nicht, ich glaube später... Nee, es kam viel früher als Twilight Princess raus und deswegen ist halt auch dabei. Bam! Die wollten ihn halt nicht alleine lassen. Oder das, die haben es halt ganz anders sortiert. Und zwar, wer in welchem Gebiet da ist. In welchem Spiel dazugehört. Und da passen halt Toon Link und Ganondorf und Zelda zusammen, weil die kommen ja alle von The Legend of Zelda. So, tschüss Jungs. Na dann kommt noch Sheik. Sheik gehört ja auch zu Zelda dazu, mehr oder weniger. Auch wenn nicht freiwillig. So, jetzt Dankeschön. So, Junge, stirb. Richtig geil. So, wieder so eine leere Stage. Wird abgefilmt. Okay. So, jetzt würde ich aber gern einen Herzcontainer benutzen. Genau. Denn jetzt langsam wird es knifflig. Also würden wir Kniffel spielen. Das Zero Sight Samus. Richtig schwach. Dass du Zero Sight Samus bist. Doch komm her. Bam. So, stirb jetzt. Du bist richtig schwach, Zero Sight Samus. Die ist richtig schwach. Damit du Bescheid wirst. Ich finde dich stark. So, tschüss. Flick raus. Dankeschön. Oh yeah. Sieht so aus, als würde er sich selbst umbringen wollen. Na na, Link. Du, Link, not cool. Jeder stirbt mal. Aber nicht an Suizid, okay? Brother. Oder das ist einfach... Ja, man muss sowieso gegen jeden Typen kämpfen, den man halt schon freigeschaltet hat. Falls man Wolf und so weiter nicht hat und... ja, dann kämpft man halt nicht gegen die. So. Junge, verpiss dich. Verpiss dich, habe ich gesagt. Junge, tschüss. Lappen, Alter. Ach stimmt, der hat eine gute Fähigkeit. Der hat eine richtig gute Fähigkeit. Das ist ja der. Der hat den richtig guten Rettungssprung. Deswegen überlebt er das ja auch. Wäre das jetzt Bowser oder so, dann hätte er es nicht überlebt. Aber er ist zum Glück... er ist nicht zum Glück Pit, sondern... Seines Glückes ist er ja Pit, lieber. So, ich bleib hier. Fick dich, Junge. Fick dich. Ja, geht doch, ey. Okay. Wieder ein anderes Gesicht. Und jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ja, gegen Snake, nee. Auf keinen Fall. Ohne Herzcontainer. So, ich weiß nicht, ob ich das packe überhaupt. Weil es gibt ja noch eine Anzahl von Gegnern. Und ich habe schon zwei Herzdinger verschwendet. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen achtsam damit umgehen. Komm her, Junge. Komm her, Digga. Nein, keine Granate. Keine Granate. Scheiße. King Snake ist immer so eine Sache, der ist stark. Yeah, sieht so aus, als würde der das Masterschwert aus dem Stein wieder rausziehen wollen. So, das Viech kommt aus Sonic. Also diese Trophäe da. Und jetzt geht's weiter mit Earthbound. Aber ich glaube nicht, dass Lucas in dem Spiel vorhanden ist, oder? Ich glaube, der kam erst viel, viel später. Ich weiß es nicht, Brothers. Bereit? So, wo... Och, nee, nicht diese Stage. Die ist richtig beschissen. Die ist richtig groß, wie ihr wisst. Oder wie ihr seht sogar. So.
glaube, wenn wir einmal verlieren sollten, dann müssen wir alles nochmal neu machen. Das ist halt der All-Star-Modus. So, wenn er ihn, der hat ihn nicht gepackt. Und nicht das scheiß Monster. Ihr müsst abhauen von diesem Monster. Wenn es euch nämlich frisst, dann sterbt ihr sofort. So, genau. Seht ihr? Richtig asozial. Richtig heftig, das Monster, ey. Das ist richtig heftig, Motherfuckers. Deswegen habe ich auch am meisten Schiss vor dem Monster bei dieser Stage. So, weiter geht's mit Fire Emblem. Das für die Wii. Wo auch Ike spielbar ist. Wahrscheinlich, ich denke schon, dass er von dort ist. Weil ich habe mir den Teil mal mir angeguckt gehabt. Und ja. Weil an sich hat mich ja Fire Emblem dann schon ein bisschen interessiert. Und habe ich gesehen, dass Ike da war. Kann mich auch natürlich irren von dem Namen her. So, komm her, Junge. Ich komm her. Komm schon, stirb jetzt. So, voll den Baseballschläger genommen. Jetzt gibt's erstmal Backpfeifen für die Hooligans. Oder Ficker und gegen Yoshi kein Problem. Yoshi ist richtig schwach. Aber wieso kam der nicht mit Mario World? Also dann wäre auch Mario und so weiter da. Aber ich denke, die haben das erste Mario-Boss genommen, deswegen. So, ich bin mal gespannt. So, Junge, stirb. Junge! So, stirb. Motherfucker. Stirb, Motherfucker, Yoshi's Island. So, komm, töte ihn mal. So, töte ihn. Was ist das für ein Viech? Junge, stirb jetzt. So, richtig geil, den Scheiger erstmal richtig fett dumm angemacht. So, blöp. Ich flieg ins Wunderland. Oder ins Wunderland. Oh, Kanimani, cool. Weiter geht's mit Captain Falcon. Falcon Punch. Den müsste ich eigentlich auch packen. Den Rennfahrer der F-Zero-Reihe. So. Der müsste eigentlich weltbekannt. Okay, nee, weltbekannt jetzt auch nicht, aber. Den müsste man schon kennen und ich habe verloren. Scheiße. Ach, ich kann fortsetzen. Das ist nett. Gut. Das ist nett. So. Alter, ich kann ja nicht wissen, dass solche Kack-Stages kommen auf F-Zero-Basis. Ja gut, müsste ich ja nicht wissen. Aber ich hätte halt nie gerichtet damit, dass ich jetzt hier gleich K.O. gehe. So, Junge. So, flieg raus, Pisser. So. Okay. Ach, das ist so gemacht. Das heißt, wenn ich einmal sterbe, könnte ich zwar fortsetzen, aber ich verliere halt Punkte. Das ist halt dann schon stressig, ne? Das möchte ich dann noch schon, das möchte ich schon vermeiden und ich möchte mich auch nicht genug blamieren. Das ist ja natürlich aus Versehen passiert und das passiert, denke ich, nicht nur mir. Also ich bin noch der Buster Spaller, das gebe ich auch zu. Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar, also ganz an sich gebe ich schon mein Skill her. So, Junge, flieg raus. Das geht ja richtig leicht, wenn man eigentlich an der Kante steht. Kann man die leicht rausschubsen. Kein Problem für die, zu überleben. So. Na dann los. Jetzt geht's weiter mit der Kirby-Reihe. Meta Knight, Kirby und König DDD. Also der All-Star-Modus gefällt mir auf jeden Fall. Ich mochte den schon sowieso immer. Deswegen habe ich den auch mit mehreren Charakteren gespielt. So. An sich gibt es ja auch eine Trophäe, wenn man mit 10 Charakteren den All-Star-Modus macht. Ich werde natürlich nicht, ich werde nicht alle Trophäen machen, also die Meilensteine so gesehen. Aus dem Grund, warum, Alter? Die sind mir zu blöd. Das ist viel zu viel Arbeit, Leute. Das ist viel zu viel und das ist nicht schön. Weil das sind eigentlich nur nervige Sachen. Kämpfe 100 Stunden zum Beispiel. Ich meine, wieso? Wofür?
Ne? Wofür? Wenn ich sie irgendwann habe, zeige ich sie euch, klar, aber ich denke nicht. Wahrscheinlich werde ich es hier nach dem LP verkaufen, das Spiel. An sich lohnt es sich auch kaum noch, das zu behalten, weil der Smash Bros. U bald erscheint. Und Smash Bros. 3DS wahrscheinlich ist schon draußen, wenn ich das hier hochlade. Ja, da würde ich wahrscheinlich am 3DS Smash Bros. Suchten. Und bis Smash Bros. U rauskommt, bin ich halt am Smash Bros. 3DS zocken. Und wenn die Wii U Version rausgekommen ist, werde ich sowieso kein Brawl mehr spielen. Von daher, schade für das Spiel. Es ist super, es ist gut, aber ich muss auch Konsequenzen tragen. Also ich muss auch mal 9 Spiele bekommen dann auch. Und die möchte ich halt schon gerne LP'en, ne? Ich hätte saumiger Bock auf die Spiele ab. Und ich weiß nicht, ob ich die überhaupt durch... Zweimal spiele ich auf keinen Fall ein Spiel, weil das ist dann eher schon Zeitverschwendung. Gut, wenn es ein richtig gutes Spiel ist, zum Beispiel dieser Online-Modus hier. Oder Majora's Mask ist auch ein gutes Spiel, also ganz ehrlich. Das soll kann man ruhig öfter spielen und saufuck die Stick of Truth sowieso. Das hätte sich schon gelohnt. Würde ich sagen. Aber ich habe leider keine Zeit, immer dasselbe Spiel zu spielen. Und ich möchte dann schon eher die neuen Spiele bevorzugen, bevor ich immer die alten Spiele, die ich schon kenne, nochmal zu spielen. Weil ich bin so einer, der einfach immer Neues haben will. Oh, stirb. Pack den Bogen raus. Und bang deine Oma. Na los geht's, Wario ist der nächste Gegner. Und dann sieht's so aus, als würde es einen Viererkampf geben mit dem Pokémon und dann alleine bleibt natürlich Olimar. Natürlich das grande Finale. So geil, dass WarioWare Stage benutzt wurde. Ist auch klar, weil WarioWare, das neue Smooth Moves, genau. Das wurde ja ziemlich gut verkauft. Das ist natürlich ein ziemlich beliebtes Spiel, was sie viele Leute geholt haben. Wie ich weiß auch, bekannte LP'er zum Beispiel. Wie ihr wisst, Alligator 1024 zum Beispiel hat das Spiel ja auch LP'ert. Und ich würde das Spiel auch natürlich gerne spielen. Ich habe hier WarioWare. Ich mag das Spiel, also WarioWare ist ja ziemlich gut. Und ich denke, Smooth Move ist auch ein gutes Spiel. Ich kann natürlich nichts versprechen, ob es gut ist. Natürlich nicht. Aber ich werde natürlich jedes WarioWare wahrscheinlich machen. Ja. Es gibt eins für die GameCube. Das soll auch gar nicht mal so lang sein. Das werde ich vielleicht wahrscheinlich bald anfassen. Und WarioWare Twisted für die Game Boy Advance. Aber dafür braucht man halt eine original Game Boy Advance, weil das lässt sich das Kippen nicht einstellen. Und das ist dann schon Problematik, ne? Hoffentlich geht das mit der 3DS. Dann geht das perfekt. Dann ist das perfekt, Jungs. Dann wäre das richtig perfekt. Ne? Sehr perfekt, Leute. Wenn ich mit der 3DS Game Boy Advance Spiele spielen könnte, dann könnte ich mir einfach das Ding holen. Aber das Problem ist halt, dass es auch kaum noch Game Boy Advance Spiele zum Verkauf sind. Ne? Und ich bin wieder rausgeflogen. Das ist natürlich klar. Das ist eine scheiß Stage zum Kämpfen. Ja, ich flammiere mich. Ich bin zum zweiten Mal gestorben. Ja, gut. Ich konzentriere mich auch kaum aufs Spiel, sondern eher, was ich sage. Bam, Motherfuckers. So, Pummeluff. Du bist stark, Junge. Aber ihr kamt doch nicht alle zeitgleich. Das kann nicht sein, weil Lucario kam erst ab der 4. Gen. Und Pummeluff gibt es seit der... Gibt es den seit der 1. oder seit der 2.? Ich glaube, seit der 1., oder? Doch, du müsstest seit der 1. geben. Weil sonst wäre es ja nicht auf der... Sonst wärst du ja nicht auf Smash Bros. 64 vertreten. So, komm her. Lucario. Perfekt. Brother Madri. Bam! So, als großer Link hast du natürlich nur Vorteile. So, Bams, verpisst euch, Alter. Ihr seid stark, Motherfuckers. Das Pokémon-Team ist richtig bombenschwer. Das muss ich einfach so sagen. So, jetzt gibt es hier auch noch einen Smash. Das ist richtig geil. Den möchte ich schon haben. Da kommt her.
Mein Smash ist es. Genau das. Das ist mein Smash. Der geht nur vom Nahen. So, der ist richtig geil. Bams, Motherfucker. Ey, kommen alle jetzt von denen oder was? Ey, der will mich doch verarschen, oder? Ist ja scheiße, ey. Kein Wunder, dass er schwer ist. Kein Wunder, dass das Pokémon-Level jetzt ziemlich schwer ist. Ich meine, drei... Das sind 6 Gegner. Hier, alleine. Ja gut, Olimar ist die letzte Gefahr. Der wird natürlich der richtige Gangbanger oder Bang töten. Richtig auseinander. Also ist das blau. So. Nein, 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 Olimar. Du lässt mich in Ruhe. Verpiss dich. Oh, wow, wow. Tschüss, Junge. Also Olimar ist stark. Das kann man einfach nicht anders sagen. So, Junge, stirb. Scheiße, wieso jetzt? Nein, nein, fick dich. Verpiss dich, okay? So. Bam! Rausgeflogen. Yeah! Mörderblick. Zusätzlich Versuch benötigt, ja, bla bla bla. So, ich habe 100.000 Punkte bekommen. Weil ich es auch schwer gemeistert habe. So, kommen wieder die Credits. Richtig cool. Dab, dab. Habe ich eigentlich auch mit. Wie viel? Mit 10 jetzt. Oder? Habe ich jetzt die Trophäe? So, wieder dieselben Credits. Nee. Doch, 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 doch. So, wieder dieselben Credits. Ja, war ein cooler Modus, also. Wie gesagt, All-Star-Modus und Klassisch-Modus beeindruckt mich natürlich nicht so viel. Das sind zwar coole Modes und die möchte man auch gerne gezeigt haben, aber sind natürlich nur für eine kurzzeitige Zeit halt zum Spaß da. Ich kann mir schon vorstellen, dass das und so weiter halt auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber mal ehrlich, wer spielt schon den klassischen Modus? Man spielt ja eigentlich nur in der Gruppe gegeneinander, ne? Meistens so. Im klassischen Modus nicht so. Jetzt so gesehen, ne? Muss man einfach so sagen und ja. Natürlich cool, trotzdem der Mod, dass die Entwickler sich natürlich richtig Mühe gegeben haben mit diesem Spiel hier. Vor allem, weil das ja neu ist mit diesem Story-Modus da. Weil er richtig geil gemacht wurde und ich hoffe, der ist in Smash Bros. U hoffentlich geil. Bitte, Entwickler, sonst enttäuscht ihr mich und ein paar andere Fans. Nicht nur mich, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Ich denke, ihr seid dann auch enttäuscht, wenn es keinen Story-Modus dort gibt. Also ich wäre richtig enttäuscht. Muss ich ehrlich zugeben. So, Treffer 195 von 434. Ja, ganz okay. Tippen. Ja, voll der Killerblick. So, richtig geil. Glückwunsch! Glückwunsch! Ho, ho, ho. Ah, das sind doch die vier Linge von. Kann das sein? Von Four Swords Adventures? Ja. Cool. Jetzt müsste man eigentlich, glaube ich, eine Trophäe freigeschaltet haben. Kann das? Nee. Ich schau mal nach. So, seht ihr? Nee. Das war nicht das, ne? Wo war denn das? Mit 10 Charakteren musste man das... Ja, hier. Hier seht ihr noch mehr Sachen. Damit ihr Bescheid wisst, warum ich das nicht machen will. Ja, das ist das asozialste Kämpfe insgesamt 100 Stunden, ne? Das ist mir dann doch zu asozial. Ne? So, Stadion. Multibrawl. Okay, warte mal. Es gibt hier verschiedene Brawls. Und das sind dann... Ja, der Multi-Brawl
werde ich dann wahrscheinlich allein in einem Part machen. Ich glaube, Kämpfe ohne Items gegen echt harte Gegner. Brutale Brawl ist richtig asozial. Und wieso habe ich Bossgegner gemacht? Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Du blöde Kuh. Auf jeden Fall im nächsten Part geht's weiter mit dem Stadion. Missionen gehen erst im übernächsten Part los. Wobei. Wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich Scheiben Smash, Home Run, Wettkampf und Bosskämpfe in einem Part mache und dann Multi-Brawl alleine. Weil hier einfach 6 verschiedene Modes gibt. Und ich bin mir sicher, dass ihr die alle sehen wollt. Und ja, haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part beim Stadion.